So, für mein Lager reicht es eigentlich, wenn ich von jeder Sache einen Container nebeneinander habe? Ich muss das nicht übereinander stapeln, weil ich vermutlich, der Gedanke ist, dass ich vielleicht hier hinten, na klar, Fließbänder, Förderbänder reinlaufen lasse, die das Zeug, das da rein soll, transportieren, aber im Idealfall steht hier hinter einfach noch ein größeres Lager, damit ich richtig lange speichern kann. Und das hier ist nur zur Veranschaulichung. So. Aber um das jetzt genauer im Visier zu haben, muss ich mir mal kurz eine Werkbank bauen. Dahin. Und die soll mir mal kurz sagen, wie viele Produkte ich eigentlich habe. Also einfach nur Eisenbarren sind vier. Also Barren habe ich bis jetzt vier. Wow. Das wird eine Menge Zeug und da kommt noch mehr hinzu. Das heißt, ich brauche ein richtig großes Lager. Richtig groß. Dafür wird das hier wohl kaum reichen. Der Platz hier überall. Nicht cool. Warte mal, wie sieht's denn eigentlich aus bei Logistik? Ich habe doch schon. Oh, die Pipelines habe ich erforscht. Okay, cool. Was ist das? Pipeline-Pumpe MK2. Förderhöhe 50 Meter. 20 Meter. Ah, okay. Wird benutzt, um den Pipeline-Durchfluss zu begrenzen. Kann an eine Pipeline angebracht werden. Hinweis: hat eine Ein- und Ausgangsrichtung. Okay. Genau, ich habe einen intelligenten Splitter zumindest. Das heißt, warte. Ich baue das jetzt noch mal kurz wieder hier hin. Denn ich möchte das mal benutzen, um etwas auszuprobieren. Und zwar so, wir haben jetzt hier drei Container. Sagen wir mal, in den Container kommt Zement, hier kommen Platten, hier kommen Stangen hin. Ja, sagen wir das einfach mal. So, jetzt räume ich hier hinter erstmal noch, packe ich hier nochmal Fundament hin. Denn der Gedanke ist jetzt. Warte, ich brauche hier noch ein Fundament. Da kommt noch ein Container hin. Und der hat einfach nur die Aufgabe, da schmeiße ich irgendwas rein. Dann läuft das hier durch und komm, wir machen hier mal noch einen fünften Container hin. Den drehe ich aber mal. Obwohl, nee, der kann so bleiben. Ja gut, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ist jetzt aber nicht so schlimm. So. Ich brauche jetzt irgendwie die intelligenten Splitter. Was brauche ich dafür? Natürlich, dafür brauche ich KI-Begrenzer. Was brauche ich für KI-Begrenzer?
Dafür brauche ich Kupferblech und Turbodraht. Turbodraht habe ich jetzt gerade nicht dabei, Kupferblech auch nicht, aber das ist ja jetzt das kleinste Problem. Ich gucke gerade mal, ob ich... Kupferblech und Kateriumdraht, ne? Oh shit, nein, nein. Danke. Hui. Da ist Kateriumdraht und Kupferblech. Ja, geil. wo? Wo? Da hinten, ne? Ja. Ja, hier. So. Also. Wie viele brauche ich denn für einen KI-Begrenzer? Ach nee, intelligenter Splitter meine ich. Ich kann jetzt 3 Stück bauen. Naja, gut, die reichen ja vermutlich auch schon. Wir werden sehen. Also. Ja gut, okay. Bauen wir schnell einen neuen Container. Mann, wo war denn das? Hier. Ah. Und hierbei dasselbe. Kacke hingestellt. So. Okay. Jetzt ist der Idealfall so. Ich nehme hier einfach Förderband MK1. So. Gut. Und jetzt? So, gut. So weit, so gut. Jetzt habe ich gesagt, ich habe drei Sachen. Das Ding hier, linker Ausgang, soll sein Platten. Rechter Ausgang keiner. Mittlerer Ausgang alles Unbestimmte. Bauxit, aha. Da sollen jetzt rein Eisenstangen rechts. Nix und in die Mitte alles Unbestimmte.